Wo wäre die Welt ohne die Erfinder? Wahrscheinlich noch in der Steinzeit. Wobei man aber ehrlicherweise zugeben muss, nicht alle Erfindungen haben sich nachhaltig durchgesetzt, wie ein Blick in unser Archiv beweist. Nein, die Welt ist nicht gescheit. Oder finden Sie? Schönen guten Abend. Da werden die nützlichsten Dinge erfunden, aber die Welt nützt sie nicht. Ich habe da ein Beispiel für Sie aus dem Linz der frühen 60er, das Schukra-Prinzip. Schukra-Prinzip. Vielleicht erinnern Sie sich. Auf den in Linz ansässigen Konstrukteur Ingenieur Wilhelm Schuster trifft die Redewendung »ein typisches österreichisches Erfinderschicksal« nicht zu. Vor einigen Jahren kam ihm der Gedanke, wie man durch eine simple Vorrichtung ein flexibles Gerät in eine starre, tragfähige Konstruktion verwandeln kann. Der moderne Angler trägt seine Forellenrute in der Brieftasche. Das neue Patent gestattet es, Angelruten bis zu einer Länge von 1,75 Meter herzustellen. Ein weiterer Vorteil? Die Steifheit der Rute lässt sich regulieren. Aufblasbare Rettungsinseln müssen von allen Flugzeugen, die über das Meer fliegen, mitgeführt werden. Schwierigkeiten gab es bisher immer mit der Einstiegsleiter. Sie war größer als das zusammengepackte Schlauchboot. Der Linzer Ingenieur fand eine geniale Lösung des Problems. Sein Gerät funktioniert vollautomatisch. Und so stellt sich Ingenieur Schuster die Hausfrau der Zukunft vor. Sie wird auf Einkaufstaschen verzichten können. In jeder Handtasche lässt sich dieser Transportkarren unterbringen. Er wird allerdings noch nicht serienmäßig erzeugt. Derzeit arbeitet der Erfinder an zahlreichen Entwicklungen. Mit Hilfe seiner Idee wird man vielleicht einmal sein Faltboot in der Westentasche tragen und über eine im Rucksack zu transportierende Brücke gehen können. Bei der kommenden Erfindermesse in Brüssel werden die Geräte des Linzer Ingenieurs die Glanzstücke der österreichischen Ausstellungskoje sein. Am schönsten finde ich in diesem Beitrag, wie die Frau diesen Einkaufswagen ganz zwanglos aus der Handtasche nimmt und zusammenbaut, so als wäre das nichts. Hat sich aber nicht durchgesetzt, weil die Welt eben nicht gescheit ist. Oder vielleicht. Bis nächste Woche. Ja, und damit von uns allen Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen.